Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NHL 21 Hockey Ultimate Team. Wir spielen heute wieder Arcade Showdown 3 gegen 3 auf offenem Eis. Nicht den National League Draft, die National League Auswahl. Da war ich gar nicht begeistert am Samstag. Deswegen starten wir heute wieder in den 3 gegen 3 Modus rein. Mal schauen, wie wir uns schlagen. Gegen die Brooklyn Kings. Wie gesagt, wir haben hier ein paar Aufgaben noch zu erfüllen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Kings gegen Kings, nice. Ein harter Trikotfarben kann man hier definitiv nicht erkennen, wer zu Hause spielt. Da muss man wirklich NHL-Kenner sein. Wer mir sagen kann, dann auch noch, wo die Trikots herkommen, aus welchen Jahren, aus welchen Spielen, kennen sie wirklich aus. Seidel schön gelöst. Lemieux tief hinten raus. Hier startet er richtig gut hinten raus. Schade, da kommt der Verteidiger gleich mit raus. Makar, oh, der war bei ihnen. Passt auf. Bouchard, der Verteidiger. Deswegen ist das so offensiv. Bouchard, Alter. Ich würde sagen, so offensiv. Und dann tankt er sich hier durch ohne irgendwas, ohne Probleme. Das ist ein bisschen zu einfach, Freunde. Oh, Makar wieder mit dem Abspielfehler. Sollte die Scheibe einfach nur ablegen zu Dreiseitel. Drittel vorbei, 1-0 hinten. Jetzt machen wir mal zweimal hinten. Oder dreimal sogar hinten. Und am Ende haben wir 4-3 gewonnen. Oh, schade, Terrawein fängt die Scheibe raus. Gut gemacht. Lemieux hätte da gut zum Abschluss kommen können. Sittler, Crawford. Bouchard kriegt da ordentlich einen auf die Mütze. Lemieux schnappt sich die Scheibe. Oh, Patrick Roy kommt da gerade noch hin. Nicht mehr. Makar kriegt den Schuss nicht mehr hin. Letztes Drittel, letzte Chance. Eine Minute nochmal. Ansonsten geht das erste Spiel schon mein Gegner. Heutige Folge wird ein bisschen kürzer, sage ich euch gleich. Wie gesagt, das ist kein Threes-Modus, das ist kein Wundermodus. Oh. Wenn die Spiele irgendwie besonders spannend sind und jedes Spiel verschieden ist, sondern es sind im Endeffekt immer die gleichen Spiele. Drei Drittel, eine Minute. Wenn der Torwart gewinnt. Ganz einfach. Oh, Lemieux kriegt die Scheibe nicht an der Wahl vorbei. Eieieiei. Kriegt die Scheibe nicht, 22 Sekunden noch, jetzt geht's gegen uns. Und zwar rapide und schnell. Nee, diesmal macht er nicht. Nee, komm hinten nicht raus, wir kriegen die Scheibe hinten weg, dann verlieren wir. Verdient. Verdient. Das Tor ein bisschen glücklich, klar, aber dennoch am Ende verdient verloren.
Kucherov, Malkin. Boah. Wenn der drin gewesen wäre, Halleluja. Schade, drei Seitel. Kelios. Ich mach den drei Seitel da. Mai, Lemieux auch nicht besser. Oh Mann, bei denen läuft es halt gar nicht da vorne. Wie ein Hühnerhaufen. Boah, Kucherov. Und die anderen Malkin, Kucherov und Co. Kelios in der Verteidigung, die dieken sich einen Affen weg. Stark, aber es klingelt nicht. Malkin nutzt die Chance nicht. Kucherov nutzt sie auch nicht. Oh, Lemieux. Gegen zwei an der Bande. Und auf der anderen Seite klingelt's. Aktion des Tages eigentlich. Dieser Check gegen beide. Unsere Städtler Schläger unten reinkriegen, passt. Und auf der anderen Seite klingelt's. Nach dem ersten Drittel. Wir führen durch ein schönes Tor von Leon Dreiseitel. Der Toebreak ist mit dabei, Direktschuss. Und es gibt ordentlich Punkte. Oh, Corey Crawford. Der darf nicht rein, der darf nicht rein, um Himmels Willen. Der ist schön gespielt, aber der darf nicht im Tor landen. Dobin hätte ihn auch durchlassen können. Schau raus, Kelios. Damit wir nun verteidigen. Jupp, dafür macht es jemand anders. Malkin, Kucherov. Boom, 2-2. No. Den hätte eigentlich nur noch reindrücken müssen. Lemieux. Aber macht ihn nicht. Bleibt beim 2-2. Ärgerlich, weil wir sind die bessere Mannschaft eigentlich. Aber trotzdem einen Schuss weniger.
Jawoll. Auf den Knien. Zack. In den Winkel rein. Nächster Overtime-Sieg. Jawohl, ein Spiel geht noch. Dann haben wir das nächste Level erreicht. Nächstes Spiel, auf geht's. Okay, die müssen wir eigentlich locker gewinnen können. Bin gespannt. Eine Seite. Wie kann Kuznetsov schneller laufen als Lemieux mit 99? Das sind Fragen, die muss ich mir stellen, leider. Sogar rückwärts schneller als 99 Lemieux, gell? Schön gespielt. Keine Chance für Carey Price. Dass er abgefälscht ist. Also der Pass schon abgefälscht. Boah, zwei Seitlinien, aber so nicht verziehen. Das Netz ist unfassbar schnell. Makar muss mitgehen, geht aber nicht, verstehe ich nicht. Drei Seitel macht's aber 2-0. Dankeschön. Haben wir noch eins? Ja, ein Drittel haben wir noch. Steht halt wieder falsch.
kann ihm halt auch nicht helfen, wenn er sich, wie gesagt, jedes Mal falsch positioniert. Und vorne die Bullis nicht gewinnt. Boah, im Jubeln kommt er noch hin, aber ich glaube, so soll es definitiv nicht sein. 6.590 reicht, das wäre 15.000 Punkte. Uff. Achso, klar, wir kriegen jetzt 10.000 auf den Sieg dazu. Passt. Dann haben wir einen neuen erreicht. Bin zufrieden mit dem heutigen Tage. Wie gesagt, heute ein bisschen kürzere Folge. Sonst gibt es immer Überlängen bei allen möglichen Let's Plays. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V und wir sehen uns nächstes Mal wieder am Samstag zur neuen Event-Folge in Anführungszeichen. Mal schauen, was ist am Wochenende. Bis dahin, ciao und V, bleibt gesund. Wir sehen uns.